Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr. Heute lege ich das Neujahrsorakel, und zwar mit den Karten von Kathleen Bergmann, die Epic Light Lenormand-Karten, damit die 36 Ursprungskarten und die 36 Zusatzkarten. Ich lege das keltische Kreuz. Das keltische Kreuz daher, deshalb, weil dort alles angesprochen wird, was im neuen Jahr vielleicht, was ihr wissen möchtet. Was kommt von außen, was betrifft dich, die Hoffnungen und Ängste, das Endergebnis, das Bewusstsein, das Unterbewusstsein, aber eben auch, wo wir herkommen und der nächste Schritt. Und das, finde ich, umfasst wirklich alles. Ich mische so lange, bis die erste Karte rausfällt. Das kennt ihr mittlerweile. Das ist für mich das Zeichen, dass dann alle Karten so liegen, da haben wir sie, wie sie liegen sollen. Und zwar lege ich das, deute ich das keltische Kreuz in meiner Art und Weise. Das werdet ihr gleich sehen. Hier haben wir die Gegenwart. Das hier ist die Vergangenheit, die kurze Vergangenheit. Da kommen wir her. Das ist die Zukunft, beziehungsweise die nahe Zukunft, der nächste Schritt. Das ist das Bewusstsein und das ist das Unterbewusstsein. Hier haben wir, das bist du. Das betrifft dich mit allem, was dich betrifft. Wieder so ein toller Satz von mir. Also, wie du nach außen wirkst, wie du dich selbst siehst, wie du, was dir zu schaffen macht, deine persönlichen Hoffnungen und Ängste, aber auch die Themen, die dich gerade beschäftigen und so weiter und so fort. Also alles, was dich betrifft. Das hier ist die Position, das kommt von außen. Und das kommt auch von außen, entweder von der Arbeit von oben. Es kann auch von der geistigen Welt etwas geschickt werden. Es kann aber auch in der Nachbarschaft sein oder in der Schule, im Kindergarten. Das hier sind die Hoffnungen und Ängste und das hier ist das Endergebnis. Und wir schauen uns die unterste Karte an. Was ist das Thema für 2022? Beziehungsweise, ich finde es immer schwierig, ein ganzes Jahr zu beleuchten. In einem Jahr passiert so viel. Insofern, das hier ist das Neujahrsorakel. Und hier geht es um die Energie. Mit welcher Energie gehen wir in 2022? Und das werden wir uns jetzt ansehen. Ja, ist das nicht schön? Oh, ich freue mich gerade so. Ihr Lieben, das Herz. Hier geht es um Herzlichkeit. Und was kreuzt diese Energie der Herzlichkeit? Und das ist die Karte, die rausgefallen ist. Die Brücken. Hier geht es darum, dass Brücken geschlagen werden. Vielleicht bist du mit jemandem in Clinch, vielleicht, ach, ich weiß es nicht. Vielleicht brauchst du eine Hilfestellung, um zu einem Thema, zu einer Person, zu einer Gemeinschaft nochmal Kontakt zu bekommen. Es geht, und das fühle ich ganz deutlich, um deine persönlichen Brücken zu schlagen. Es kann auch sein, dass es um dein Herz geht. Hast du dein Herz verloren, deine Herzlichkeit? Spürst du dein Herz noch? Ist es bei dir? Ist deine Seele bei dir? Oder werden jetzt die Brücken geschlagen zu deinem Herzen? Das wollen wir jetzt näher ansehen und dazu schauen wir uns die Karten der Gegenwart an. Jetzt möchte ich euch kurz erklären, wie ich die Karten lese. Das hier ist die Position der Gegenwart, das ist die Vergangenheit, das ist die Zukunft, beziehungsweise der nächste Schritt. Ich habe auf jede Position 3 Karten gelegt. Die lege ich in die Vergangenheit, in die Gegenwart und in die Zukunft. Und so können wir sehen, was in der Vergangenheit schon angestupst wurde, was jetzt in der Zukunft oder in der Gegenwart wichtig ist. Und das schauen wir uns an. Wir haben den Bären in der Vergangenheit. Wir haben den Reiter in der Gegenwart und wir haben, ach, das ist so wundervoll, wir haben die Blockade in der Zukunft. Im nächsten Schritt, du wirst noch blockiert sein, aber ich sag dir eins, du bist in der Vergangenheit schon so stark geworden, dass du jetzt in der Gegenwart etwas
initiieren kannst. Du kannst etwas in die Gänge bringen, du kannst etwas in Bewegung bringen. Und das wird deine Blockade. Und ich sehe, wie dieses Pferd einfach diesen Weg hier rauf und runter, und zwar über Umwege. Das muss ich gestehen, das wird keine schnelle Sache. Es geht, dieses Pferd geht nicht einfach hoch und wieder runter. Nein, es geht über Umwege, erst nach oben und dann wieder nach unten. Und, aber es geht, es ist in Bewegung und du bist in so stark, und das hast du in der Vergangenheit schon initiiert, das heißt, du hast an dir gearbeitet. Und zwar ganz massiv und ganz erfolgreich, dass du in diese Stärke gekommen bist. Und ich würde fast sogar sagen, du bist für andere ein Mentor. Der Bär steht auch für den Mentor. Und das kommt mir auch deutlich rein. Und er schaut auch in die Vergangenheit. Aber schau es dir an. Das Pferd geht in die Zukunft. Das Pferd geht in diese Blockade rein. Und zwar ganz bewusst, weil es genau weiß, dass es diese Blockade nicht mit Leichtigkeit, aber schafft. Ach, das ist ja eine ganz tolle Energie und Ausgangsposition. Gut, dann schauen wir mal, wo kommen wir denn her? Das ist das Buch. Das ist in der Vergangenheit noch geschlossen. Wir haben die Spiritualität in der Gegenwart und wir haben die Maus. Und das finde ich jetzt ganz interessant, dass es nur eine Maus ist in der Zukunft. Hier geht es darum, dass in der Vergangenheit ein Geheimnis war, mit dem du, und da kommen wir ja auch her, das sind die Karten der Vergangenheit. Wie soll ich das sagen? Du hast in der Vergangenheit dieses Geheimnis gespürt. Du hast genau gewusst, es ist da etwas. Und du bist jetzt in der Gegenwart in der Lage mit deiner Spiritualität. Und ich spüre, dass hier ist wieder ein Orakel für hochspirituelle Menschen. Aber natürlich auch für die, die es werden wollen oder die, für die, die am Anfang stehen, um eben zu sehen, wo man hinkommt. Aber hier geht es wirklich darum, dass diese Spiritualität in der Gegenwart geweckt wird. Und die Maus, das sind normalerweise, ist das die Karte der Mäuse. Das sind ganz viele Mäuse, das heißt ganz viele Ängste. Hier ist die Maus nur eine, das heißt deine Angst ist reduziert. Du gehst in die Zukunft mit einer Angst, aber es sind nicht mehr Ängste, die dich erschlagen. Es sind nicht mehr so viele. Es ist eine einzige Maus und eine einzige Angst. Und das bekommst du mit deiner Spiritualität in den Griff. Ist das Erste, was mir jetzt eingefallen ist, aber tatsächlich meine ich das gar nicht so, sondern du wirst diese Angst, du siehst sie und du nimmst sie ganz bewusst wahr und du gehst bewusst mit dieser Angst um und du steigst nicht in diese Angst ein, sondern du bedankst dich praktisch, und das ist 5G, ihr Lieben, 5D, die fünfte Dimension. Du siehst diese Angst, du bedankst dich, dass sie da ist, weil du an ihr lernen kannst. Und du nimmst sie einfach so an, wie sie ist. Und das ist 5D. Und du kommst in der Zukunft in diese Energie. Und das wird dir dein Leben unfassbar erleichtern. Alleine diese Akzeptanz der Dinge, die da sind. Dass es einfach so ist. Die Dinge, die du ändern kannst und ändern möchtest, dann tu es. Aber es gibt so vieles, was du nicht ändern kannst. Dann geh nicht ständig in diese Energie und nimm sie auch nicht an, diese negative Energie, weil sie ist ja da, okay, sie hat die Berechtigung, da zu sein, bedanke dich, dass sie da ist und lerne daraus. Und das ist mit dieser Glaskugel gemeint, mit der Spiritualität gemeint, dass du hier wächst. Und du wächst unfassbar in der Gegenwart und du hast das in der Vergangenheit angestoßen. Und so kommst du mit deiner Angst und nicht nur, naja, es ist nur eine Angst übrig. Ich hätte sonst gesagt, nicht nur mit einer Angst, du kommst mit allen Ängsten gut klar, aber es ist nur noch eine Angst übrig und die wird immer kleiner. Das ist hoch, 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 hoch interessant und ich bin gerade ganz, ganz begeistert. Jetzt wiederhole ich jedes Wort zweimal. Wir schauen mal, ihr Lieben, was ist denn im Bewusstsein?
Da haben wir die Schnecke in der Vergangenheit, wir haben die Reisekoffer in der Gegenwart und wir haben die Entscheidungen in der Zukunft. Und hier geht es einfach darum, dass in der Vergangenheit hast du dein kleines Kind, dein inneres Kind angeschaut. Und du bist jetzt noch in dieser Reise. Du steckst da noch drin. Aber, und das ist dir bewusst, wir sind hier in der Herzlichkeit, dir ist ganz bewusst, dass du diese Reise machst, dir ist ganz bewusst, wofür du sie machst und was auf dich zukommt. Und dann kannst du in der Zukunft, im nächsten Schritt, kannst du Entscheidungen treffen und du wirst Entscheidungen treffen. Und du wirst dein kleines inneres Kind immer dabei haben. Und das ist dir bewusst und mehr brauche ich hierzu gar nicht zu sagen. Sehr schön, wirklich sehr schön. Jetzt schauen wir in das Unterbewusstsein. Da haben wir die Sterne in der Vergangenheit. Oh, ist das schön. Wir haben das Gift in der Gegenwart und wir haben die Königskrone in der Zukunft und wir sind hier im Unterbewusstsein. Und im Unterbewusstsein bist du beschützt. Du bist beschützt von oben und zwar alle Sterne, die es gibt, die scheinen auf dich und die scheinen auf dein Herz. Und dein Herz ist in der Gegenwart und das ist dir nicht bewusst. Es ist verletzt, weil es vielleicht toxisch ist, weil es vergiftet wurde. Vielleicht ist es einfach nur eine Kleinigkeit. Ich sehe ein Herz mit einem Pflaster. Ihr wisst, ich arbeite mit Visionen. Aber ich kann dir sagen, dass dadurch, dass du in der Vergangenheit schon beschützt bist, strahlen die Sterne über bis in die Gegenwart. Und sie strahlen über das vergiftete oder verletzte Herz. Es kommt mir nicht das Gift rein, es kommt mir das verletzte Herz rein. Und du wirst aber im nächsten Schritt zur Königin oder zum König werden, weil du durch diese beschützte Energie dein Herz heilen kannst. Und du wirst den Weg zu dieser Brücke finden. Und das sehe ich ganz deutlich, sehr deutlich. Und du bist wirklich im nächsten Schritt. Und wir sind hier in der Energie im Januar, am 1. Januar 2022. Und du gehst noch in das neue Jahr mit verletzten Gefühlen. Und der nächste Schritt, und das ist nicht weit, ihr Lieben, bist du die Königin, weil du bekommst das hin. Deine Reise ist dann zu Ende und deine Reise ist eine gute gewesen, weil du dein inneres Kind auch wiedergefunden hast. Du hast es angenommen. Viele haben das innere Kind verloren, haben den Zugang zum inneren Kind verloren. Aber jetzt, und das ist dir bewusst, dass du daran arbeitest, dein inneres Kind wieder anzunehmen. Und dann, und ich sehe, wie diese Flaschen mit diesem Gift sich einfach auflösen. Und dann hast du dein inneres Kind gefunden. Du hast den Zugang zu dir wieder gefunden. Du fühlst dich wieder. Ganz viele Menschen fühlen sich nicht mehr. Und dann bist du deine Königin. Du bist dein König. Ach, das ist wirklich toll. Also ich freue mich so richtig. Ich freue mich für dich. Ich freue mich aber auch für mich, weil, ihr Lieben, ich stecke auch so manches Mal in meinen eigenen Orakeln. Wir schauen auf den nächsten Schritt. Was ist in der Vergangenheit schon initiiert worden? Oh, die positive Veränderung. Das ist sehr schön. Und hier haben wir den Herrn und wir haben die Dame. Und seht ihr das? Die beiden schauen sich nicht an. Im nächsten Schritt. Ich muss so lachen. Das sind die drei Karten des nächsten Schritts. Und die liegen ja aufeinander und im nächsten Schritt geht ihr in die positive Veränderung, was ihr in der Vergangenheit schon angestoßen habt. Und in der Gegenwart gibt es diese Person schon. Es geht hier nicht um Geschlechter, es geht einfach um das Gegenstück. Das bist du. Du bist die Person im nächsten Schritt. Und mir wird gerade ganz schwindelig. Und diese Person ist schon in deinem Leben.
aber ihr seht euch noch nicht an. Ihr könnt euch noch nicht sehen, weil ihr noch damit beschäftigt seid, euch selbst zu sehen. Aber die positive Veränderung kommt und sie ist schon unterwegs und sie ist im Grunde ja auch schon da. Und der nächste Schritt ist, dass du diese beiden Energien, die in deinem Leben schon sind, wahrnimmst, siehst, dass sie zu dir kommen, dass du sie annimmst. Ach, das ist so wundervoll. Ich freue mich total. So, wir schauen mal, das bist du. In der Vergangenheit hast du diesen Knoten, und zwar im Hals, das spüre ich ganz deutlich. Und dann hast du in der Gegenwart einen Brief geschrieben und in der Zukunft, im nächsten Schritt, gehst du in die Energie des Hirsches. Der Hirsch ist jemand, wenn der den Platz betritt, man sagt ja so schön den Platzhirsch, wenn der den Platz betritt, dann schaut alles auf ihn. Aber dieser Hirsch hier, der ist nach oben angebunden. Er ist hochspirituell. Dieser Hirsch ist jemand, der dieses Auftreten hat, ja, im nächsten Schritt. Das bist du. Und das bist du im nächsten Schritt. Du hast diesen Kloß im Hals, diesen Knoten im Hals gehabt, diesen Knoten im Herz gehabt. Dann hast du eine Nachricht geschrieben, ein paar Zeilen. Vielleicht hast du aber auch angerufen, vielleicht hast du nur in Anführungsstrichen ein Gespräch geführt, aber du bist eine Nachricht losgeworden. Und die macht dich im nächsten Schritt zum Hirsch, zum Platzhirsch, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Du kommst wie der Phönix aus der Asche. Steigst du empor, und zwar wirklich prachtvoll, du wächst an dir, du findest dich selbst wieder, du findest dein Herz, du findest deine Seele, du bist das, was dich beschäftigt hat, was dich so lange beschäftigt hat, bist du losgeworden in der Vergangenheit. Dieser Knoten, der ist passé. Und diese Zeilen, die du jetzt in der Gegenwart geschrieben hast, die wirken noch, weil diese Karte ja in der Gegenwart liegt. Aber sie wirken nicht mehr lange. Dieser nächste Schritt ist nicht mehr lange hin. Und dann erstrahlst du. Wundervoll. Wirklich wundervoll. Das kommt von außen. In der Vergangenheit haben wir Gespräche. Wir haben in der Gegenwart das Nest und wir haben in der Zukunft den Baum. Und das ist so toll. Diese Gespräche hier, das ist der Brief, der eben hier gelegen hat, ihr Lieben. Das ist in der Vergangenheit eine Kommunikation, die immer und immer wieder stattgefunden hat. Und ich spüre das auch ganz deutlich. Und das mit außen. Das hier ist die Position, das kommt von außen. Und von außen gibt es dieses Nest schon. Dieses Nest bedeutet, es ist etwas schon gelegt, aber noch nicht geboren. Das heißt, hier sind die Vorarbeiten gemacht. Die Vorarbeiten zu einer Neugeburt. Und das kommt von außen. Hier kommt etwas von außen auf dich zu, was durch diese Nachricht, die du an jemand anderen weitergegeben hast, und das kommt mir ganz deutlich rein, hier geht es nicht um eine Nachricht, die du von jemandem bekommen hast, die du an jemanden weitergegeben hast, ist dieser Neuanfang, diese neue Geburt angestoßen. Aber sie ist eben noch nicht so weit. Im nächsten Schritt ist sie aber so weit. Und sie ist sogar der Baum, der steht für das Wachstum, er steht für die Heilung. Aber in dem Falle hier steht er für die Verwurzelung. Hier, diese Geburt, die verwurzelt dich neu. Und jetzt gehen gerade die Wurzeln aus meinen Füßen ganz tief in die Erde. Du heilst an dem, was von außen kommt. Das kann eine neue Arbeitsstelle sein, das kann ein neuer Mensch sein, der in dein Leben tritt. Das kann ein Kind sein. Vielleicht geht es um Adoption, kommt mir auch ganz deutlich rein. Und das hast du schon initiiert, indem du Gespräche in der Vergangenheit geführt hast. So, ihr Lieben, jetzt schauen wir mal auf deine Hoffnungen und Ängste. Und ich spüre ganz deutlich, hier geht es nicht um Ängste, Freudscher, Versprecher. Nein, hier geht es mehr um die Hoffnung.
der Priester und schaut euch mal an, was der in der Hand hat. Er hat das offene Buch. Und er hat diese Eindringungen auch. Ich habe eben gesagt, das Buch ist in der Vergangenheit noch geschlossen. Deine Hoffnungen und Ängste, deine Hoffnung ist, dass das Buch in der Vergangenheit schon geöffnet wurde, dass diese Verbindung schon besteht und dass sie dein Geschenk ist. Und ich kann dir ja, ja, ja sagen. Mir geht es überhaupt nicht um Ängste. Ich kann mich nur wiederholen. Deine Hoffnung ist, dass das Buch in der Vergangenheit schon geöffnet wurde, dass die Verbindung schon hergestellt wurde, egal wie und wenn es nur telepathisch ist, und dass sie dein Geschenk in der Zukunft ist, und zwar im nächsten Schritt. Und das sind deine Hoffnungen für 2022, ihr Lieben. Es tut mir leid, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich kann mich immer nur wiederholen und das wäre ja auch nicht sehr Quatsch. So, wir schauen auf das Endergebnis. In der Vergangenheit, ja, war es Zeit. Wir haben in der Gegenwart, das ist eine interessante Karte. Kerstin Bergmann hat 4 Personenkarten in dieses Kartendeck gesteckt. Die 29, ihr wisst, ich arbeite, wenn ich mit dem großen Blatt arbeite, auch mit den Häusern und da ist die 29, das Haus der Dame. Sie hat aber die Karten für die gleichgeschlechtliche Beziehung auch gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass es hier, dass du einen Partner findest, der gleichgeschlechtlich ist. Nein, es geht um die Umwandlung. Hier wandelst du dich innerlich von innen nach außen. Und das finde ich so bemerkenswert, dass, guck mal, du schaust in die Zukunft und in der Zukunft haben wir das kleine Kind. Und das kleine Kind steht für den Neuanfang. Und das ist das Endergebnis am 01.01.2022. Das hier ist der nächste Schritt. Du bist jetzt, und das habe ich ja eben schon gesagt, du hast dein kleines inneres Kind schon gefunden. Du hast dein Herz gefunden und dein Herz, du weißt, wo es ist, aber du bist noch nicht da. Du wandelst dich und du wandelst dich von innen nach außen, dass man dich außen nachher gar nicht mehr erkennt. Und das wurde jetzt Zeit. In der Vergangenheit hast du diese Verwandlung mehr als vorangetrieben. Du hast an dir gearbeitet, immer und immer wieder, sehr erfolgreich. Diese Karte liegt in der Gegenwart und diese Wandlung, die findet jetzt statt. Und als nächsten Schritt, und der nächste Schritt, es sind Wochen, es ist nicht mehr lang, gehst du in den Neuanfang. Du gehst in den kindlichen Neuanfang, in den naiven Neuanfang ist es nicht. Es ist in den Neuanfang, der dir Leichtigkeit bringt. Ihr Lieben, das ist mein Orakel für das Neujahr 2022. Und ich finde es beeindruckend. Und ich wünsche dir, ich wünsche mir, dass wir alle dabei sind, weil wieder zum Herzen zu finden, wieder die Seele zu spüren, sein inneres Kind zu finden, das möchte doch jeder. Ich wünsche dir von Herzen eine gute Zeit in 2022. Ich danke dir für die Treue, die du mir entgegenbringst, indem du immer wieder meine Orakel schaust. Ich freue mich total darüber. Und wir sehen uns, ihr Lieben. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Bis denn. Ciao.